Yo Pandas und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der Road to Jump League Pro Serie auf meinem Kanal. Heute das erste Mal mit Facecam. Wow, okay. So, wer nämlich vielleicht das letzte Video verpasst hat, das Bad Wars Video, in diesem habe ich erklärt und ich bin gerade echt beim ersten Jump'n'Run hingeflogen, alles klar. In diesem habe ich angekündigt, dass ab jetzt wieder Facecam kommen wird. Auch in dem Video war ja schon eine Facecam mit drin. Und die ist ab jetzt immer mit dabei, auch heute bei der Hexit-Folge. Da nur mit einer schlechteren Qualität. So, das habe ich jetzt aber, glaube ich, schon öfters angesprochen als nötig. Aber egal, ich dachte, ich spreche das einfach nochmal an. Und jetzt verkacken wir hier wirklich bei Modul 2? Ehrlich? Ehrlich? Was ist das denn gerade? Mann, ich bin so schlecht. Oh Mann. Okay, wir sind ungefähr gleich auf mit allen. Alles klar, anstatt wie sonst mal uns direkt einen Abstand zu holen. Nee, diesmal alle hier gleich auf ungefähr. Und das ist natürlich schon ein bisschen sehr blöd, gerade dafür, dass wir eigentlich immer uns einen Abstand erkämpfen. Und wir zweimal einfach richtig blöd hingefallen sind. Zum Ende hin auch noch zweimal. So, und wir müssen hier einfach mal ein bisschen weiter jumpen. Und hier kriegen wir mal endlich ein bisschen mäßige Rüstung. So. So, zack, zack, zack. Okay, wir sind gleich in Modul 3. Und Modul 3, Modul 4 sogar, stimmt. Ja, genau, so, perfekt. So, und Modul 4 ist auch schon relativ einfach. So, da dürfen wir eigentlich auch keine Fehler machen. So, aber das haben wir eigentlich auch bei den anderen immer gedacht. Aber trotzdem haben sich da gerade Fehler eingeschlichen. So, diesmal aber nicht. So, Modul 5. Okay, Modul 5 ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber ist eigentlich auch noch relativ einfach. So. Ja, und da kriegen wir auch schon unser Steinschwert und auch 4 Pfeile für unseren wundervollen Bogen. Das ist ja wunderbar. So, und hier rein. Und jetzt müssen wir hier hoch. Oh, das schaffen wir auch mit einmal. Alles klar, das ist sonst immer so das Problem gewesen, Großheit, dass wir diesen Jump da nicht geschafft haben. Und jetzt kommen wir hier sogar relativ gut durch. Und sind damit auch schon, ja, nochmal ein Modul weiter, Modul 7, perfekt. Und hier, damit sind wir wieder Erster, ja gut, so schnell kann es auch gehen. Und dann sind wir wieder Erster und müssen, ich glaube, da müssen wir mit einem Mal durch, oder? Kann das sein? Ich glaube, das ist echt so. Alles klar, perfekt, aber wir sind auch schon bei Modul 7, also, ja gut. Ja, okay, so, jetzt haben wir es. Und hier haben wir auch nochmal nur einen Eisenhelm. Mehr nicht. Was auch irgendwie was bringen würde. Und dann schaffen wir es das nicht. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das schwerste Normal-Modul. Ich weiß es nicht ganz genau. Was es gibt momentan. Aber ganz genau sagen kann ich das nicht. Denn die ändert das ja eh immer wieder. Und Modul 8, ja, sieht jetzt auch machbar aus. What the fuck? Alles klar, was ist das denn hier? Alles klar, alles klar, alles Klärchen. Hä? Müssen wir da jetzt echt mit den Dings hierher? Irgendwie? Oder können wir da irgendwie... Ich glaube echt, da müssen wir her, ne? Ich glaube echt, da müssen wir her. Und dann versuchen, da dran zu springen, oder? Oder sollen wir hier hin? Oh, wir sollen hier hin, okay. Oh Gott, Alter. Das ist aber mal richtig schwer. Und ich hoffe mal, man hört meine... CPU nicht oder meine Grafikkarte, ich weiß nicht, was es ist. Oh Mann, so. Ich hoffe einfach mal, man hört es jetzt nicht. Und jetzt sind wir bei Modul 9, sehr nice. Und das als einziger momentan, sehr nice. So, okay. Da hüpfen wir hier erstmal und dann hüpfen wir hier und holen uns hier nochmal. Haben wir da jetzt gerade die Kiste geholt? Ja, oder? Die Kiste da? Ne, die haben wir, glaube ich, vergessen. Alles klar, perfekt. So, wenn wir nochmal hinfallen sollten... Holen wir uns die ansonsten. Ja, okay. Oh, okay. So im Nachhinein wäre die nicht ganz so wichtig gewesen, aber hätten wir hier die Kiste nicht bekommen, hätte die schon echt was bedeuten können. Und wir sind wieder auch hingefallen. Alles klar. Modul 9 ist aber auch so, na, mit eines der schwersten, meiner Meinung nach, in Modul, in den harten Modulen. Also sie gehen, es geht natürlich, aber es ist schon nach einer Zeit echt sehr... fies, sagen wir es so, also meiner Meinung nach fies. Und das war jetzt gerade echt die größte Dummheit der Welt, dass ich da so
weggeflogen bin. Ja gut, Sprintbock, warum auch nicht? Ja, ja, ja. Ja, natürlich, warum auch nicht? Weil einfach hier auf die Fresse und jetzt komm schon. So. Eww, alles klar, das gibt's doch nicht. Ja, genau, okay. Ja, mhm. So, zack, zack, okay, perfekt. So. Okay. Ja, perfekt, okay. Okay, diesmal kriegen wir hier auf jeden Fall den Sprung hin. Perfekt, perfekt, perfekt. Yo! Was? Was? Das ist nicht mein Ernst. Ich bin gesprungen, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie bin ich zu spät gesprungen. Oder ich weiß nicht, ob es wieder meine... Ich weiß jetzt gerade echt nicht, ob es meine Tastatur war oder ob ich es bin. War in dem Fall jetzt mal. Ob ich zu spät gesprungen bin oder ob meine Tastatur wieder dachte, sie hätte nicht reagiert. Auf jeden Fall bestes ever. Oh Gott, und was? Jetzt ist er einfach nicht gesprintet oder was? Yo, wahrscheinlich. Aber wir haben noch 2 Minuten hier für diese 2 Hard-Module. Also das könnte doch noch ganz gut was werden. Auch wenn wir jetzt gerade hier richtig oft failen. Ja gut, das Modul hier habe ich auch noch nie, glaube ich, in Road to Jump League Pro geschafft. Das da hinten? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Okay, so, jetzt aber. So, okay. Müssen wir da drauf? Ich glaube, wir müssen da drauf. Was? Ich habe doch gesneakt. Wie geht das? Hä? Hä? Man kann sneaken doch gar nicht runterfallen. Auch von einem... Hä? Also entweder bin ich jetzt gerade richtig blöd, weil ich bin hier sneakend gerade runtergefallen. Oder, hä? Was ist das denn jetzt gerade? Oh mein Gott, nee, das gibt's doch nicht, Mann. Och, nö. So, okay, wir jumpen hier und dann holen wir uns hier den. So, zack, zack, okay. Jetzt holen wir uns wieder da die Kiste. Iu! Jetzt bin ich auf jeden Fall gesprungen. Und wieder mal denkst du dich so meine Tastatur so. Nee, 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 René. Darfst du nicht. Darfst du einfach nicht. Ich würde zumindest hier noch gerne ins Modul, ins Ziel kommen, weil ich dieses Modul doch gerne endlich mal als abgeschlossen in der Serie auch hätte. So. Okay, so. So, jetzt aber. Ich glaube, man muss echt da einfach von der Doppelkiste aus. Wenn man von der Doppelkiste aus muss, dann fühle ich mich echt gerade sehr gemobbt. Na, ich glaube, wir kriegen die Zeit noch nicht mal mehr, das zu testen. Ich hoffe es einfach mal, dass wir diese Zeit jetzt noch bekommen. So. Okay. Wir haben noch 10 Sekunden. Das könnte knapp werden. Aber vielleicht können wir es sogar noch testen. Ne, okay. Alles klar, durch meinen Fail gerade nochmal nicht. Alles klar, okay. Aber wir haben ganz gute Items. Sagen wir es mal so. Wir sind ganz gut ausgerüstet. Könnte auf jeden Fall was werden. Ja gut, wir hätten vielleicht doch auch mal eine Eisenbrust haben können. Aber ich glaube, die hat hier keiner jetzt gerade. Also der Ameisen hier hat auch keiner. Das ist schon mal gut. Der hat aber ein bisschen bessere Schuhe als wir. Ja, bessere Schuhe auf jeden Fall. So. Ne, ne, davon lassen wir uns jetzt nicht so beeindrucken. Dann haben wir ihn da auch gesehen und dann ist er jetzt down. Perfekt, okay. Oh. Hi. What? Der war doch noch so, dass man den nicht schlagen kann und dann kann der mich einfach schon direkt hitten. Alles klar, genau, okay. Okay, okay. Ja, das ist ein bisschen sehr weit. Ach Gott. So, jetzt komm schon. Komm schon, na komm schon, na komm schon. Bitte. Mann. Hallo? Hey. Na komm schon. Hey. Hey. Dein Bär, komm. One hit, two hit, three hit. Okay, alles klar. Alter, die ist einfach schon down? Alles klar. Das ging schnell bei der. So, ja, alles klar, sehr nice. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist hier noch einer? Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Da sind noch 2. Ben Chanty.
könnten wir uns schnappen, ist hinter uns einer. Ne, hinter uns ist keiner. Das heißt, wir brauchen nur gegen die beiden jetzt gerade mal spielen. Und einer von den beiden hat sogar nur noch ein Leben. Hier der Naturo ganz vorne hat nur noch ein Leben. Der Benchanti hier hat noch drei. Und wird hier dann jetzt einfach mal... Ach, alles klar. Dieser One Punch hat genauso... Ey, die haben einfach beide noch drei Leben. Und laufen jetzt weg, oder was? Alles klar. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dem hier hinterher renne, kommt jetzt gleich von der anderen Seite, der andere Typ. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube schon. Ne, der ist da immer noch, okay. Wenigstens mal etwas. So, wir essen mal schnell was. Wir haben auch noch nicht mal... Wir haben einfach keine Dings. Und die laufen einfach beide weg, das ist unglaublich. Na, jetzt kommt schon. Ja, na, kommt schon. Ja. Wenigstens einer, der kämpft und jetzt wieder wegrennt. Alter, das gibt's doch nicht. So. Okay, und noch ein Hit. Das reicht noch nicht mal. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Komm schon. Geht doch. Okay, wenigstens einer mal, der... Na, weggerannt ist, aber trotzdem wenigstens irgendwann noch in den Kampf ging. Okay, ich hoffe, dass wir die Runde noch gewinnen können, wenigstens. Also, das Jumping Run war wieder so das, was ich nicht ganz so kann. Was dann dazu führte, dass wir es verloren haben. Und jetzt Team, die hier jetzt echt. Team, die echt. Alles klar. Ja, gut, habe ich das gesagt. Ja, gut, das habe ich aber. Alles klar. Ja, gut. So. Egal. Auch mit Team hat der hier keine Chance mehr, denn jetzt ist er alleine. Und jetzt ist er uns schutzlos ausgeliefert. Und wo ist er nochmal? So. Da hinten, weil irgendwie dein Teamkollege gerade einfach das Spiel geleftet hat. Alles klar. So. Und dann geben wir ihm hier nochmal richtig schön die Pinkschelle. Und jetzt... Oh Gott. Alles klar. Zwei Herzen. Flauschiges. Flauschiges GG. Wir haben es geschafft. Zumindest... was die PvP-Runde anging. Ziel erreicht leider nicht. Zwei Runden wieder davor. 29 Jumpversuche wieder mal. Also es wird wieder schlechter momentan. Das ist immer unterschiedlich. Ich bin mal gut, mal nicht. Und ich hoffe einfach, dass euch trotzdem gefallen hat, weil ja, es wird einfach weiterhin so sein, dass ich mal gut bin, mal schlecht. Und ich hoffe einfach, dass sich das Gute bald ein bisschen mehr durchsetzt, zumindest was das Jump angeht. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.